Und damit herzlich willkommen zurück zu Elex. Wir sind, oder Elex 2 auch genannt, besser gesagt. Wir sind hier unter einem Herz an, einem Weltenherzen, und wir schauen uns einfach mal um. Hier gab es gerade einen Angriff einer verblendeten Sekte, irgendwie sowas. Und wir haben schon ein paar Waffen aufgesammelt. Die könnten wir ja mal vielleicht, weiß ich nicht, die mal ausrüsten. Ich bin nicht gut genug. Oh, darf ich gar nicht. Das ist ja schlecht. Das darf ich auch nicht. Menno. So, okay, dann müssen wir uns mit diesem Rohr bedingsen. Hier haben wir eine Schmiede, auch schön. Und eine Truhe, natürlich wird die gelootet. Schrott, Mana-Trank, Stärke, irgendwas und ein wenig Elixit. Das ist meins. Modifikatoren und Spezialisierung kannst du im Inventar anlegen und so deine Werte verbessern. Okay. Ah, hier haben wir einen. Plus 5 Stärke. Nehme ich. Klar. Können wir auch das... Ne, können wir nicht. Können wir auch nicht. Okay. Einfach so flat out 5 Stärke finde ich gut. Nehme ich auf jeden Fall mit. Sind Klopapier. Wir sind am Ende der Zeiten. Wir wissen, das Einzige, was einen am Ende der Zeiten noch interessiert, ist Klopapier. Weil ohne bricht die Zivilisation zusammen. Was haben wir da? Ne, einen Stuhl möchte ich mich nicht hinsetzen. Alles klar, eigentlich, also wir haben da oben, guck mal, also falls du letzte Folge nicht da warst, wir haben da oben sowas und da sind komische Gestalten runtergefallen und die verwüsten hier so ein bisschen was. Hat aber gar nichts mit dem Tod und der Zerwüstung hier zu tun, sondern hier sind, wie heißen sie nochmal, Morkons, also eine verblindete Sekte, die alles umgebracht hat. Ja, da müssen wir mal schauen, woran das liegt. Und wir haben natürlich jetzt die ganz große, ganz dringende... Oh, wieso guckst du so traurig? Naja, ganz große, ganz dringende Aufgabe, unseren Sohn zu finden. Deswegen reden wir mit dem Schmied. Hallo. Man muss ja immer die Augen offen halten. Karakis ist ein verfluchtes Pflaster. Probleme? Das siehst du ja. Sehe ich das? Im Grunde könnten wir immer mehr Leute gebrauchen. Immerhin habe ich Material für Waffen, damit wir Angriffe von außen abwehren können. Aber halt zu wenig Leute, ne? Hast du eine Waffe für mich? Hast du auch eine Waffe für mich? Ich habe keine Waffe zu verschenken, wenn du das meinst. Hey. Aber ich habe eine kleine Schmiede. Wenn du willst, kannst du sie gerne verwenden. Okay, danke sehr. Wenn du nicht weißt, wie es funktioniert, kann ich dir vielleicht was beibringen. Aber das mache ich nicht umsonst. Du solltest also schon etwas Erfahrung und ein paar Splitter mitbringen. Wenn du was kaufen willst, habe ich noch ein paar Sachen rumliegen. Aber das meiste brauche ich für die Jungs hier. Okay, dann bring mir mal was bei. Bring mir was bei. Was willst du wissen? Alles. Du hast deinen ersten Lehrer gefunden. Lehrer bringen dir Fähigkeiten bei. In den Beschreibungen der Fähigkeiten kannst du nachsehen, welche Voraussetzungen du erfüllen musst, um Fähigkeiten zu erlernen, was sie kosten und welcher Lehrer sie dir beibringen kann. Okay. Lernen nicht bei diesem Lehrer. Aber wir könnten hier auf jeden Fall schon mal Waffenschmied 1 lernen. Und um ehrlich zu sein, möchte ich das. Damit können wir dann einfache Waffen bauen. Und das finde ich gar nicht so schlecht. Vielen Dankeschön. Ich möchte was kaufen. Ich will etwas kaufen. Sicher doch. So, was können wir denn? Beschädigtes Bleirohr, toll. Kopf, was haben wir hier? Einfache Berserker-Kapuze. Für 100... Gold, hätte ich fast gesagt. Einfaches Rebellenhemd. Nö. Ich weiß nicht, was haben wir eigentlich im Moment an Rüstung? Gar nichts. Okay. Ich weiß nicht, ob ich schon irgendwelchen Mist verkaufen will. Das hier auf jeden Fall. Auch was wert. Krallen, nicht besonders wertvoll. Macht süchtig, lässt sich gut verkaufen. Das verkaufen wir auf jeden Fall. Das braucht keiner. Ein Auto behalten wir und natürlich Klopapier behalten wir auch. Genau. Wir kaufen also erstmal nichts. Wir hätten, glaube ich, genug Geld dafür, aber wir lassen das erst einmal sein. Gut so, also, wir gucken doch mal, ob wir hier ein paar Sachen rumliegen sehen. Hier zum Beispiel so ein Bluthund, den wir ein bisschen ausräumen können. Und was haben wir hier? Ein Werker, ein Toter. Der braucht diese einfache Klinge, denke ich mal, nicht mehr. Okay, sonst haben wir hier noch ein paar Leichen irgendwo. Irgendwas, bitte? Danke sehr. Nö. Okay, dann gehe ich nochmal zurück. Toll. Ganz klasse.
So, wir benutzen die Schmiede mal und schauen uns das mal an. Um Gegenstände herzustellen oder zu modifizieren, suchst du dir einen entsprechenden Gegenstand aus der Liste auf der linken Seite aus. So, in der Detailansicht auf der rechten Seite siehst du die Voraussetzungen und die benötigten Materialien. Okay, wir können den also einfach verbessern, indem wir beschädigte Bleirohre haben. 3 Stück, um einen besser zu machen. Ja, ein beschädigtes Bleirohr wird zu einem Bleirohr. Finde ich eigentlich auch ganz cool, können wir aber erst einmal nicht machen. Schade eigentlich. Schade, schade, schade eigentlich. Okay, dann gehen wir einfach mal weiter. Wir sollen ja die Liebe unseres Lebens und unseren Sohn wiederfinden. Habe ich mir sagen lassen, dass das eine wichtige Aufgabe sei. Deswegen geht es einfach mal weiter. So. Auch wenn es dieselbe Map ist wie bei Elex 1, finde ich das... Ja, oder was heißt, finde ich es hart zu begreifen, dass es wirklich das gleiche ist. Ist natürlich ein bisschen unterschiedlich, klar. Und auch die Texturen sind eine andere und ich fühle mich noch nicht so heimisch. Was soll man da denn liegen? Okay, hallo. Knoblauchbrot, lecker. Reiner Elex-Trank und Elex, okay. Wir machen das übrigens wieder so. Ich nehme mal den Schrott auch mit. Wir machen das erstmal so, dass wir den Elex, also diese Kernmechanik dieses Spiels, erst einmal zur Seite legen. Weil ich es halt in Elex 1 auch gemacht habe, dass wir überhaupt nicht über Elex-Tränke nachgedacht haben. Nur mal so, dieses Mal schaue ich halt direkt mal nach und dann merke ich, oh, guck mal, 500 Erfahrungen. Ja. Sagt mir mal, ob ihr das auch so haben wollt oder ob ihr sagt, ach komm, für einen Let's Play ist es genug, beim zweiten Let's Play kann man das auch mal benutzen. Das müsst ihr entscheiden. Mir ist das im Endeffekt egal. Ich fand es sehr witzig, dass ich es einfach nicht gesehen habe beim ersten Mal, also bei Elex 1. Weil selbst als ich das privat gespielt habe, habe ich diese Elex-Tränke völlig ignoriert. Und von daher sagt mir mal, wie ihr das haben wollt, ob wir diese Tränke beibehalten oder ob wir sie trinken sollen. Ne? So. Guten Tag, meine Guten. Oh. Wer ist denn da? Oh, wer ist das denn für ein... Ich will zu Kai. ...hässliche Gestalt da unten. Lass ihn durch. Kaya, die mächtigste Feuermagierin aus Elex 1. Unsere Frau. Hi. Unsere liebende Frau, wie wir sehen. Da ist doch mal Freude. Der geheimnisvolle Außenseiter gewährt uns die Ehre seiner Anwesenheit. Tut mir leid. Ich war verhindert. Oh, das ist natürlich etwas ganz anderes. Hör zu, ich verstehe, dass du sauer bist, aber ich lag mehrere Tage bewusstlos in irgendeiner Ruine. Ach, ist das so? Und wie kam es dazu? Du weißt es vielleicht nicht, aber wir haben einen neuen Feind. Ja, ich habe es gesehen. Aber ich hatte schon genug Probleme in letzter Zeit. Wie du siehst, habe ich hier alle Hände voll zu tun. Okay. Neue Quest, eine Magierin für ganz Magala. Ich glaube, ich bin krank und brauche deine Hilfe. Welches davon nehmen wir? Ich nehme mal das untere. Ich glaube, ich bin krank und brauche deine Hilfe. Du siehst auch irgendwie ziemlich lediert aus. Was ist passiert? Eine dieser Kreaturen, der, nennen wir sie Eindringlinge, hat mich gebissen. Der alte Mann meinte, ich sei infiziert. Womit genau, konnte er mir jedoch nicht sagen. Ja, Hepatitis C halt. Also, wenn ich wieder zu Hause in Tavar bin, an meiner Wirkungsstätte, dann könnte ich dir etwas zusammenmischen. Aber wir befinden uns gerade in einem Kampf gegen die Morkons. Da wirst du wohl noch eine Weile durchhalten müssen. Oh, vielen, vielen Dank. Ich will irgendwie ihr keine Vorwürfe machen, aber alle drei sind irgendwie Vorwürfe, ne? Also wir müssen uns bald über den neuen Feind unterhalten. Das ist zumindest kein ganzer Vorwurf. Wir müssen uns bald mal über den neuen Feind unterhalten. Da kommt einiges auf uns zu. Ja, ich weiß. Unter anderem wegen dieser neuen Feinde und anderen Bedrohungen unseres Landes bin ich hier draußen unterwegs. Wir hatten ja schon geahnt, dass so etwas passieren würde. Aber so früh habe ich noch nicht mit ihnen gerechnet.
Meinst du, es sind diese Wissenden, von denen der Hybrid damals sprach? Stimmt, nicht oder? Nur das. Ich vermute, er hat sie sogar irgendwie angelockt. Eine der letzten Handlungen des Hybriden war es, eine Art Signal in den Himmel zu schießen. Das Ganze hatte diesen seltsamen Himmelskörper zur Folge, den sich keiner so richtig erklären kann. Das ist alles andere als beruhigend, was du da andeutest. Ja, Entschuldigung. Die Menschen müssen sich auf die nahende Bedrohung vorbereiten. Verdammt, aber ich habe gerade keine Zeit. Bevor ich dieses Problem mit den Morkons nicht gelöst habe, sitze ich hier fest. Meine kurze Frage. Hier habe ich jetzt eine Maus. Okay, diese Schulterpolster, sollten die nicht auf der Schulter sein? Also diese Rundung, sollte die nicht eigentlich hier sein? Naja, ich erkenne dich nicht wieder. Ich erkenne dich nicht wieder. Du bist besessen vom Kampf gegen die Morkons. Hast du gesehen, was sie unten am Weltenherz angerichtet haben? Ja. Sie haben unsere Krieger regelrecht abgeschlachtet. Ich will sie dafür bezahlen lassen, bevor sie ihr Hauptquartier erreichen. Wenn sie einmal in der Grotte verschwunden sind, haben wir es nicht nur mit ihren Bluthunden zu tun. Dann werden sie uns ihre Zerstörer und was weiß ich noch alles auf den Hals hetzen. Okay, ich kümmere mich mal drum, klar. Ich werde mich um dein Morkon-Problem kümmern. Na, ich weiß nicht so recht. Hast du nicht gerade noch gesagt, du seist krank? Ich will nicht, dass du dich weiter aufreibst in diesen kleinen Scharmützeln. Ich brauche deine Unterstützung. Die paar Bluthunde der Morkons werden mir dabei nicht im Wege stehen. Na gut, ich kratze derweil meine Leute zusammen und sichere den Rückzug. Sei vorsichtig, die Kerle sind auf der Jagd nach Elixid und sie machen dabei keine Gefangenen. Okay, nur ein toter Morkon. Okay, und jetzt natürlich der Vorwurf. Sohn? Du schleppst unseren Sohn auf eine deiner Strafexpeditionen mit? Momentan ist es besser für ihn, wenn er hier bei uns bleibt. Das Fort ist nicht mehr sicher genug für ihn. Zu viele Anschläge und Widrigkeiten in letzter Zeit. Hier draußen ist es viel sicherer. Das sieht dir ähnlich, mir Vorhaltungen zu machen. Mister, immer wenn es kompliziert wird, verschwinde ich in meiner kleinen Hütte. Die Hütte haben sie unter einer ihrer fliegenden Festungen begraben. Gut so. Ich habe sowieso nie verstanden, warum du dich dahin zurückgezogen hattest, anstatt mit uns zu leben. Ich hatte zu großen Respekt vor dir, als dir mit meinem Problem zur Last zu fallen. Ich hatte meine Gründe. Ich hatte genug von dir. Ich finde die alle nicht so... Naja, komm hier, Respekt. Ich hatte zu großen Respekt vor dir, als dir mit meinen Problemen zur Last zu fallen. Blödsinn. Du hast da oben Frust geschoben, weil deine Bemühungen, die Menschen vor einer potenziellen Bedrohung zu warnen, bei den Anführern der Gilden fruchtlos geblieben sind. Ja. Und anstatt weiterzumachen, vergammelst du jetzt schon seit Jahren da oben in deiner dämlichen Hütte. Hey, du warst mal ein großer Mann. Du hast damals gegen dein eigenes Volk gekämpft, bist in den Eispalast gestürmt und hast den Hybriden bezwungen. Der böse, böse Hybride. Ja, so oder so ähnlich war der Kampf. Aber wir hatten eine andere Rüstung an. Definitiv eine andere Rüstung. Ja, ja, ja. Viele behaupten, so sei es nicht gewesen. Nee, war es auch nicht. Ich war eine der wenigen, die damals dort waren. So ist es gewesen. Auch wenn heute kaum noch jemand da ist, der sich daran erinnert oder sich erinnern will. Diese potenzielle Bedrohung, wie du sie nennst, bricht gerade über uns herein. Das haben wir beide kommen sehen. Und jetzt haben wir das Nachsehen und müssen um unser aller Überleben kämpfen. Ja, ich weiß. Die Menschen sind sich eben erstmal selbst am nächsten, anstatt sich um die globalen Probleme zu kümmern. Es gibt aber auch weltliche Dinge für dich, die es wert sind, Beachtung zu finden. Wenn du nur ein halb so guter Vater wärst, wie Dex ihn bräuchte, dann wäre es gar nicht so weit gekommen. Hätte ich ihn vielleicht besser auf dem Schlachtfeld beim Weltenherz lassen sollen? Nicht unbedingt. Nein, natürlich nicht. Außerdem ist er bei Aska unter guter Aufsicht. Im Gegensatz zu dir würde er ihn niemals einfach zurücklassen. Wo ist Dex denn gerade? Wo ist Dex gerade?
Er ist hier irgendwo. Aska lehrt ihn gerade, sich in Geduld zu üben. Oha. Eine Fähigkeit, die er bei seinen Eltern mehr als gut beherrschen sollte. Sag bloß. Ja, was denn? Ich weiß, dass auch ich einiges hätte besser machen sollen und er hier im Ödland eigentlich nichts zu suchen hat. Wenn dir etwas Besseres einfällt, dann raus damit. Aber hör auf, mich so strafend anzusehen. Ihr habt beide irgendwie nicht wirklich gut als Eltern gearbeitet. Und vor allen Dingen Kaya mit diesen Schulterplatten irgendwie, naja. Dex gehört an einen sicheren Ort. Ach was, na dann übernimm du das doch. Wird ja auch Zeit, dass du dich endlich einmal um ihn kümmerst. Aber ich hoffe, du weißt, was du tust. Ein alter Mann namens Adam hat die letzten Tage meine Wunden versorgt. Er sagte, er wolle die Bastion im Norden zur Großmacht ausbauen. Klingt für mich nach einem sicheren Ort. Was sagst du? Adam? Ein alter Mann? Meine Güte, Jax. Was haben sie bloß mit dir gemacht? Deine Sinne und Auffassungsgabe haben offenbar sehr gelitten. Was soll das heißen? Es gibt nur einen alten Mann, der oben in der Bastion residiert, auf den deine Beschreibung passt. Der alte Mann, von dem du da sprichst, ist niemand Geringeres als Dawkins. Dr. Adam Charles Dawkins. Den haben wir umgebracht, oder? Der alte Mann ist Dawkins. Das kann ich kaum glauben. Keine Ahnung, wie sehr sie dir den Kopf verbeult haben, dass du ihn nicht erkannt hast. Der Mann, der im Dienste der Hybridmaschine die Alps gegen alle anderen freien Menschen aufgehetzt und vor Jahren ganz Magalan mit Krieg überzogen hat. Der arme Teufel, der vor kurzem noch in einer mechanischen Kapsel steckte und heute nur noch ein Schatten seiner selbst ist. Das klingt ja fast, als hättest du ihm all seine Verbrechen an der Menschheit verziehen. Naja. Die Killermaschine von damals ist zerstört. Der schäbige Rest, der überlebte, hat bestenfalls noch die Kraft, sein Wissen mit uns zu teilen. Dawkins ist nur noch ein alter Mann. Ohne seine Maschine macht er mir wenig Sorgen, wenn ich ehrlich bin. Ja, das erklärt so einiges. Ich schätze, ich werde ihn trotzdem noch einmal aufsuchen und zur Rede stellen. Tja, ja, das solltest du tun. Immerhin hat er auch dich Jahre deines Lebens gekostet. Ja, vor allen Dingen nicht nur Jahre meines Lebens, sondern auch mehr oder weniger das komplette Leben, ne? Ohne den Hybriden selber würden die Alps wahrscheinlich nicht so stark gewesen sein. Wir wären kein Alp gewesen. Naja. So, öffne mit Tab dein Adjutor, um neue Attributspunkte zu verteilen. Finde einen Lehrer, um für deine Fähigkeitspunkte, Lernpunkte, wie auch immer zu erlernen. Weißt du Bescheid? Kannst du selber lesen. Ah, mein Kopf. Au, was? Sieht so aus, als hätte ich noch einen langen Leidensweg vor mir. Würde ich auch sagen. Pass auf den Jungen auf, hörst du? Okay. Ich bring dich um, wenn ihm etwas zustößt. Was wollen wir denn machen eigentlich? Mehr Fernkampfschaden? Ich finde Fernkampf eigentlich immer sehr, sehr cool. Ich gehe mal ganz kurz auf Fähigkeiten, weil das möchte ich lernen. Tiertrophäen, einfach nur, weil ich das cool finde. Das heißt, Intelligenz und Geschicklichkeit müssen jeweils 10 hoch. Oder 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nehmen wir einfach mal. Und machen wir so, dann können wir das nämlich direkt lernen. Zack. Und Fähigkeiten, ja, Tiertrophäen können wir dann als nächstes lernen, wenn wir denn einen Lehrer hätten. Hey Kaya. Gib auf den Jungen Acht, okay? Ja, mach ich. Klar. Immer gerne. So, ich nehme mal eben kurz den ganzen Mist hier mit. Und natürlich auch den Teller. Und natürlich auch die Waffen, die wir nicht mitnehmen dürfen. Nee, lass mal den großen Helden von vergangenen Zeiten. Lass den einfach mal mit seinem Rohr rumlaufen. Ich finde, der braucht auch nicht viel mehr. Ein bisschen Treibstoff, sehr schön. Was hat der Tresor? Oh ja, Energy Drink, Dose Fleisch und kleiner Elex-Trank. Wunderbar, vielen Dankeschön. So, was haben wir da? Eine Sprühdose, auch lecker. Sollte man nur nicht essen. Also, ich bin da kein Arzt. Das ist keine Werkbank. Oh, was war das? Das ist Geld. Lecker, lecker, lecker. Also, wir müssen ein paar Morkons kaputt klopfen, habe ich so verstanden. Und ich würde sagen, das wäre dann so das Erste, was wir dann wohl machen. Zack. Dann haben wir das mal markiert. Weil der also das Spiel markiert die markiert die Ziele nicht mehr selber, sondern das muss man aktiv machen. Finde ich jetzt auch nicht unbedingt das Schlimmste,
aber auch nicht unbedingt das Beste. Guten Tag, Sirik, wer bist du denn? Und was ist deine Aufgabe? Kaias Leibwache. Guter Job, schlechte Bezahlung. Verstehe. Okay. Billy Idol gibt ein Konzert, ja. Billy Idol ist in Caracas und gibt ein Konzert. Live für euch aus dem Amphitheater. Na toll. Mission Billy Idol Konzert. Ich meine, es kann sogar tatsächlich sein, dass es wirklich Billy Idol ist, die hier da dann spielt. Wohl zu gut. Hä? Darf ich das nicht mitnehmen? Da steht nicht stehlen. Genau, also weil Gothic hatte das auch, Gothic 1, das da mal eben kurz in Extremo aufgetreten ist. Hör auf damit. Hä, womit? Was ist los? Wer meckert denn da so rum? Du da, Drabak? Gab's da nicht mal ein Buch über so einen Krähenjungen, Drabak? Ja. Genau, ich höre mir auch, wie gesagt, nicht immer selber zu. Ich ignoriere das einfach mal. Genau, ignoriere das einfach mal. Alles ist gut, solange ich das klauen darf. Guck mal, ein Bier, ein bisschen Wein, alles meins, alles meins. Hey, Finlay. Du scheinst noch sehr jung zu sein für den Job eines Kriegers. Mag sein, dass ich noch nicht alles drauf habe wie die alten Hasen, doch ich bin ein guter Schüler. Und Kaya ist eine gute Lehrerin. Ja, das ist sie. Sie hat mir schon sehr viel beigebracht. Ich bin sehr stolz, dass ich neben ihr meinen Dienst verrichten darf. Das ist ja schön. Ich glaube, Kaya scheint sehr beliebt zu sein. Klingt zumindest so. Okay, was haben wir da? Noch ein bisschen was zum Klauen? Übrigens, der Gesundheitsmodifikator, den finde ich gar nicht schlecht. Hier mit den plus 10 HP. Ah ja, genau, wir könnten mal eigentlich hier ein bisschen, dreimal davon bitte braten und das auch bitte einmal. Zack. Setzerbrot. Gebratenes Setzerbrot plus 35%. Wir machen das auch mal einfach. So, wir wissen ja noch nicht, ob wir schon irgendetwas sammeln müssen oder so, weil bei Gothic 1, nein, bei Edex 1, Entschuldigung, war das ja relativ schnell, dass man dann so und so viel Setzerbrot oder was auch immer machen sollte. So, Leertaste, wir essen mal einen davon. Oh, das reicht sogar aus, sehr schön. Ich weiß gar nicht, wie viel HP wir in Zahlen haben. Steht das da irgendwo? Attribute? Nee. Fähigkeiten? Müsste doch eigentlich irgendwo mal stehen. Naja. Auf jeden Fall sind 35 ungefähr ein Drittel. Ich denke mal also, dass wir ungefähr 100 haben. Guck mal, Treibstoff. Voll gut. Wie viel findet man davon? Wie wenig bringt uns diese Flaschen? Ist natürlich noch viel wichtiger zu wissen, wie viel jeweils ein Treibstoff uns nachher an Treibstoff bringt. Oh. Mittlerer Heiltrank. Wir haben schon relativ gute Heiltränke teilweise gefunden. Naja, die Kiste habe ich entleert. Okay, wir gehen mal auf Morkornjagd. Und dieses Symbol da rechts bedeutet immer, dass ich ein wenig nervös bin und erst einmal schnell speichere. Was haben wir da? Müll. Könnte ein bisschen Rattenfleisch sammeln. Oh, Zerstörungsstand gestiegen, okay. Wir dürfen also nicht einfach irgendwelche Tiere umbringen. Aber das darf ich umbringen. So. Vielleicht sollte ich die auch mitnehmen. Rohes Rattenfleisch, lecker. So, genau, wir haben die Fähigkeit noch nicht gelernt, nebenbei, mit dem Jäger. Das werden wir dann demnächst. Ist das weit weg? Nö, das geht. Dann gehen wir da mal hin. Ich weiß natürlich nicht, ich glaube, das ist eine katastrophale Idee, die wir da haben. Dass wir sagen, wir gehen sofort erstmal ein paar Humanoide schlachten. Was haben wir da? Da liegt was. Aha. Eine Klerikerwaffe. Klopfer. Aha. Das Spiel scheint beeindruckt, dass wir Klopfer gefunden haben. Ist das nicht hier der Hase? Oh oh. In
Okay, Klopfer macht viel Giftschaden, können wir aber noch nicht anwenden. Aber wir können den auf jeden Fall anwenden. Wir packen den mal auf 2. So, und natürlich, ja. So. Genau, da auf der Straße war irgendwas Großes. Oh, was ist das? Was bist du? Ich speichere mal. Na toll. Ich muss sagen, entweder ist das Balancing off, also ich spiele auf normaler Schwierigkeitsgrad, ne? Aber mir scheint das Spiel tatsächlich so vom gesamten Handhabung her ein wenig leichter zu sein als Elex 1. Ein wenig. Beziehungsweise eine ganze Menge, wenn man mal ehrlich ist. Weil da waren Schakale quasi sowas von unübersichtlich böse. Da drüben rennt er! Verfolgt ihn! Was hast du da in der Hand? Au! Au! Hallo. Eieiei. Okay, wir bleiben im Nahkampf. Im Fernkampf. Oh, oh, oh. Oder, warte mal, wir könnten... Da hatte einer einen Namen. Ich werde mal einmal ausprobieren. Nur mal so. Da reingehen. Mal gucken, was passiert. Keinen Schritt weiter. Hi, Dragon. Ein Trupp Morkons auf Patrouille? Sieht aus, als hättet ihr fette Beute gemacht. Ich wüsste nicht, was dich das angeht. Hey, Moment mal. Dich haben doch nicht etwa die Berserker vom Weltenherz im Westen geschickt, oder? Hä, warum denkst du das? Mann, das war alles nur ein Missverständnis. Die haben zuerst angegriffen. Wir haben uns nur verteidigt, ehrlich. Meinst du? Dass dabei ein paar von den Berserkern draufgegangen sind? Hey, so etwas passiert schon mal. Also, erdrosseln sollte man dich. Ne, ich weiß nicht, die Morkons finde ich vielleicht witzig, ich weiß es noch nicht. Also, und wenn mich jemand geschickt hätte. Und wenn mich jemand geschickt hätte. Also, an deiner Stelle würde ich mich ganz schnell verpissen. Sonst werden wir dir große Schmerzen bereiten, klar? Okay. Ich meine, ich hab's versucht. Ne? Ich hab's versucht. Kann ich auch nichts für. Dragan? Los, hinterher! Oh, oh hi. So, ich denke mal, das heißt, dass ich ein bisschen blute. Na komm. So. Toll. Kriege ich nicht die tollen Waffen? Oh, beschädigte Blutaxt. Okay. Ein bisschen was kriege ich auf jeden Fall. Beschädigter Tunnelschild. Aha. Was haben wir da? Beschädigte Blutaxt. Alles klar. Also man kriegt auf jeden Fall in diesem Spiel, da wurde ich schon vorgewarnt, um einiges mehr an Waffen als bei dem zweiten, ach bei dem ersten Teil. Bolzen, beschädigte Schrotflinte und natürlich das ganze Zeug aus dem Lager. Eisenerz und einen Pfeil, sehr schön. Okay, vielleicht nicht ganz so schön. Den Besen, klar. Nehme ich mal mit. Man weiß nie, wann man einen guten Besen brauchen kann. Was ist mit dir denn los? Okay, ich meine, du hast eine Bremsrakete gefunden. Bremsraketen verhindern, dass du zu Tode stürzt. Solltest du nicht genug Treibstoff haben, wird eine Bremsrakete verbraucht. Du kannst die Bremsraketen im Jetpack-Tisch an deinem Jetpack montieren. Okay, cool.
nehme ich mal. Wir brauchen natürlich noch irgendwie einen Jetpack-Tisch. Der wird irgendwann wahrscheinlich sich offenbaren. Aber damit haben wir die Morkons schon erstmal abgeschlachtet. Ein wenig aus dieser Gegend vertrieben. Nein, ich will nicht schlafen. Ich will die Geldkassette und das Mana. Und die Truhe. Wow, die Truhe ist cool. Ich bin nicht gut genug. Toll. Natürlich sind wir nicht gut genug. Da liegt noch was. Ein Holo-Projektor, wunderbar. Okay, ich würde mich einfach mal auf dem Weg wieder zurück machen. Richtung Kaja. Oder Kaya, ist auch egal. Ist die Quest jetzt einfach fertig? Ja, okay. Anscheinend, keine Ahnung. Auf jeden Fall machen wir uns auf den Weg zurück und wir treffen uns in der nächsten Folge dann wieder zurück bei Kaya in dem Lager. Und ich freue mich auf jeden Fall, dass ihr da seid, dass ihr zuschaut und wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bis dann. Ciao.